Ja, alles wird gut. Ich habe kein Problem, hier gibt's ja keine Ich muss die erst klingenden Bäume. Glimmering machen, bevor das geht. Ach so. Ja gut, machen wir das halt. Gut. Haben wir, Nein. Nein. Du guck nach. Ganz Klostein. trocken. Nein. Haben wir Klostein? Nein. Geh in Nether. Genau, wollt ihr einen? Geht auch durch den Nether, aber springt ja nichts mit. Nichts zum Spielen. Glowstone, auch das keine sei Schokolade. jede Menge, so. Vier, sechs Glowstone und das da rumliegen und sagen sie nein. Mann, ich wollte, damit du dass du selber in den Nether gehst. Was soll ich in den Nether? Sterben. Sterben! Ich sterbe da nicht mehr, ich hab keinen Aufpack mehr. Ich war letzte Woche in den Nether ohne zu sterben. Ja, dann kann man ein Schwert, das du irgendwann kommt er wieder und gibt dir eine Handkante. Ja, bis dahin sterbe ich aber nicht mehr im Nether. So, dann müsste der ungefähr. So, jetzt habe ich hier. Immer drauf, hier sein. Er kommt wieder. Oh, fehlen mir jetzt keine zwei. Keine Frage. Wait. Nehmen wir die da. Machen wir die auch noch Glimmering? Glimmering. Glimmering, 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 Glimmering. Hier kommt der Ironman. So, und mit den Glimmering Mann, zusammen mit der Dings hier. Na, warte mal, erstmal gucken. Jetzt, das funktioniert, okay. Ist das der Arsch des Meteoriten? Ja, ich glaube schon. So. Das heißt ja Popo. Bis die Insel eine annehmbare Größe hat, oder kriege ich ja graue Haare. Ja. Lass okay. mich rein da. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Also wer auf die Insel will, da ist momentan eine Leiter drin. Ja, weil kann nicht fliegen. Blaze Gab. Bespringt Meteoriten. Ja, natürlich. Okay, klar, was Neues. Jetzt in ihrem TV. Wow, was ist denn heute? Meinst jetzt in ihrem Kopf-TV, oder? Was ist denn heute los? Warum? Zwei Meteoriten, zwei verschiedene Vorlagen. Nein, stimmt das ja. In einem anderen Modpack war es so, ich hatte manche Vorlagen sechsmal. Oh, ich bin so ein Depp. Ja, das bist du. Wenn du das sagst. Ich höre das ein, ist der erste Weg zur Besserung. Oh ja. Bei ihm nicht. Oh, was haben wir denn nicht falsch gemacht? Ich krieg das schon zurück, also. Ach, Leute. Hast du schon einen Spreader? Nein. Gut, dann mach ich einen. Cool. Glimmering Hall. Ich hab auch keinen zwei Wassereimer, ich tippe. Warum spawnen denn einfach aus Steinen plötzlich Slimies? Ja. Wird man nicht durchgehen. Was wolltest du mir zuwerfen? Wassereimer. Das wird nicht funktionieren. Ah. Ach, wird's. Also dieser Morast hier unter Wasser. Was ist hier oben hingelegt, oder was? Yo. Yo. Der nice, das ist aber nur einer. Ich brauche zwei. Ja, mach den voll. Mach den leer, dann kriegst du dich neu. Hier. Kann nichts abbauen. Ja, ich auch nicht. Da liegen zwei Eimer hinter dir. Sorry. Wobei, so, ich laufe im Moment, also ich gehe im Moment ja nur, ne? Ja, du generierst trotzdem. Soll ich vielleicht hier mit dem Rollator rumfahren, dass es noch langsamer ja. nice. Geht? Das hat fast geklappt, ja, ist mir runtergefallen. Ja, bitte. Oh. Ich nehme jetzt hier hin. Gleich im Rollator. Es laggt. Ja, es laggt, da funktioniert das nicht. Schmeiß mal den Berg hoch, schmeiß von der anderen Seite. Ach, das wäre zu einfach. Ey, nimm den Eimer mit, der liegt noch da. Alles im Eimer, lieber Rainer. Moment. Blaze macht den Server kaputt. Ich stehe im Moment. Ja, es fühlt sich auch besser an. Ich kann besser abbauen. Ich stehe jetzt hinten runtergeschmissen. Wir können es ja so machen. Ich bleibe jetzt hier bis zum Ende der Aufnahme stehen. Nein. Ja. Ja, wobei, bis dahin hast du den Meteoriten abgebaut, oder? Ich kann ihn nicht aufheben. Es war gerade neu. Oh, Blaze. Ja, bitte. Das ist mein Name, so heiße ich.
Wie das Wasser hier umleckt. Na natürlich, ach Gott, heiß ich so. Bin ich umsonst hochgeklettert. Du bist wirklich der Herr Blaze, das ist ja cool. Voll toll, ne? Voll verblazed. Voll verblazed. Boah, ich fühle mich gerade voll schlecht. Warum? Ich habe Übelkeit auf mir. So. Wenigstens kommt man schnell von der Insel runter. Yes! Entschuldigung. Alles in Ordnung. Haben die Pflanzen jetzt das komplette Wasser da raus ausgesoffen? Ja klar, weil das Server so leckt, haben die das Wasser da rausgesoffen. Randale! Blaze! Randale! Du machst die Farm kaputt, Blaze! Ich stehe im Moment wieder. Ich mach nix. Bei mir ich kann nicht schnell genug Wasser reinfüllen. Die Pflanzen saugen schneller aus, als ich reinfüllen kann. Aha. Macht die Pflanze so lang weg? Mach das Wasser erst hinten und dann die Pflanzen. Hab ich gemacht, aber dann hat Blaze ja umgeleckt und dann war vorbei. Lecken ist heute wohl eh das Wort des Tages. Bei uns im Radio haben sie sich versprochen und haben glaubt, statt belegt leckt. Locken, ja, du genau, guckst aber kein Pornoradio oder so, oder? Nein. Mit Pornoradio? Ich habe keine Ahnung. Oh, Marktlücke! Jetzt muss ich die Pflanzen nochmal abbauen. Blaze, wie wär's denn mit dem hier? Oder ich weiß nicht so ganz. Willkommen heute im WG-Pornoradio. Was war's denn, hä? Wie bin ich wieder hier rübergelangt? Porno-WG! Ich geh gleich vom Server, wenn Blazer weiter generiert. Ich stehe! Der macht doch gar nichts! Kaputt. Ich stehe, ich render gerade gar nichts, ich generiere nichts, null. Ich nix doing. Guck mal, ich hab's geschafft, den unendlichen Boden leer zu machen. Was soll das? Good job. Scheiße, und ich hab nur einen Eimer Wasser rausgenommen. Der andere. Ja, das hat die Pflanze gerade auch geschafft. Die hat auch einen unendlichen Boden leer gemacht da oben. Bin ich gespannt. Ach, der untere ist ja auch leer. Okay, dann ist hier die Version anscheinend doch nicht so. Das funktioniert. Ne, die saufen zu schnell. Oder es liegt am Server, der kann natürlich auch sein. Aber. Sollen wir jetzt einfach 3x3 bauen? Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Geht eigentlich, ich baue es einfach 3x3, wie es gehört und gut ist. Stört ja nicht, wenn es größer ist, oder? Nö, nicht wirklich. Kannst du mal das Bilder ja in die Mitte stellen. Ich mach alles genau. Ab. Genau. Geweck, Skelett! Mana, Spiele. 2, 3, 3. Können Skelette auf Leitern hoch? Nicht, dass ich wüsste. Dann ist schon gut. Aber sie können nicht runterschießen. Das hab ich jetzt gemacht. Ich glaube nicht, dass das Skelett so hochschießen kann. Ich sehe nicht, wie du da hoch leidest. Hoch, ne? Ja. Aber ohne Chatpack muss ich hier anderweitig hochkommen. Ja. Hab ich ja Hose das letzte Mal noch gleich zurückgegeben. Aber runter komme ich relativ schnell. Ins Wasser springen. Richtig. Wieso knistern? Warte, jetzt hast du mich herausgefordert. Bei dir stört mich nicht. Wollen wir jetzt alle ein bisschen rascheln und knistern? Ja! Raschel-WG. Raschel. Ne, das war gerade die Trink-WG. Jetzt waren wir jetzt schon die Porno-WG. Ai, ai. Jetzt oh, sind ja. Wir die Trink-WG. Dann die Raschel-WG. Ach ja. Wir könnten eigentlich, genau. Ah, mal einen Abend eine Pups-WG machen. Du bist vorher überall Chili zu essen und dann vielleicht bist du wieder am Regenerieren. Nee, ich nicht. Ich stehe auf dem Baum. Wer ist es denn dann? Ich bin nur auf meiner Insel. Ich stehe neben dir. Pups-WG. Jeder schnappt sich ein zweites Mikro und packt es hinter den Stuhl. Oh, bitte nicht. Der Blaze hat die besten Ideen. Das ist auch so eine Marktlücke, ne? Das gibt's gut, auch dass nicht. Es bei YouTube kein Geruchsfernsehen gibt. Allgemein. Oh Gott. Noch eine Marktlücke. Geruchs-YouTube. Wurde nicht daran gearbeitet? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, genau. Das wäre die Funktion, die ich als allererstes abschalten würde. Nee, Leute, das ist ein Muss. Nee. Nee, dann nicht.
Also dann musst du dir mal jemanden vorstellen, der sich 3 Wochen lang schon nicht mehr gewaschen hat. Jetzt Alter. Vielleicht, dass sie gleich Klamotten anhat. 3 Wochen oder lang. Dadurch stinken die Pümpse dann anders, wenn man die Klamotten die ganze Zeit hat? Ja, nee, allgemein bei Geruchsdings hier, ne? Ach so, okay. Geruchsstreams. Wie ging dieses Stinkelied? Oh Gott. Was ist denn Spreader? Mies, mies, sagt über den Kack, der steht unten und kriegt's aber nicht gebacken, da rauszufeuern. Wo hast du denn da hingepackt? Da soll er nicht hin. Ja, der muss ja schon an die anderen Pflanzen noch mit dran unten. Ja, aber wie krieg ich den jetzt da raus? Abbauen? Das habe ich gemacht, jetzt lass ich ihn hier rauslaufen. Blub. Jetzt dachte ich schon, WTF, was ist in meinem Minecraft los? Also er fließt hier mal raus, aber er kommt irgendwie dann doch nicht an. Ich dachte, das klingt erstmal wie ein Auto. Ich dachte, ist jetzt hier eine Kuh oder so, die extrem das Röhren anfängt oder wie? Hab ich mir schon gerade gut gemacht hier? Ne. So, ich würde den Spreader nämlich hier hinpacken wollen. Weißt du mal, hier rum lassen wir das nicht ableiten. Oh Mann, Leute, ihr seid jetzt durch? Ja. Lass aber mich ab, ich bin durch. Lass mich ab, lass mich durch. Da das? Kommt er hin. Lass mich durch. So, haben wir irgendwo einen Mana-Pool? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, wie war das noch, dieser scheiß Satzverdreher? Der war so geil. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich Arzt, ich lass, bin durch. Genau, genau. Ja, oh Gott. Ich bin noch ein Desolated Pool, das ist gut. Ich hätte weiter schlafen sollen. Ich bin so schnell eingeschlafen. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Gar nicht eingeschlafen. So, den packe ich jetzt hier unten das Ding hin. Wie soll das denn klappen? Ja, warte, der ist noch gar nicht fertig. Ist doch gar kein Pool in der Nähe. So. Da kommt der Pool jetzt drauf und dann ist gut. Da kommt der Pool jetzt drauf und dann ist gut. Was machst du denn da? Aber was machst du denn da? Geh mal jetzt weg. Was, mach doch mal, denn was da? Machst du denn da kaputt da oben jetzt? Warum hämmerst du das Ding weg? Da kommt. Ich hab noch einen Spreader. Wofür? Da brauchst du nur einen. Geh weg da. Hast du oben nicht auch noch Pflanzen? Was? Ich hab 12 Pflanzen und dafür reicht der Turm. Dafür reicht genau der Spreader, da reicht auch. Ihr seid doof. Brother alleine. Der wird aber von der Geschwindigkeit nicht reichen. Was, ein Spreader? Natürlich. Nee, der ist recht langsam. Nur also reicht einer für diese 3 Türme. So habe ich es in meinem Stream auch gemacht. Oh, wenn ich jetzt. Aber du hast ja auch voll Ahnung. Ich recht entzünden müsste. Nee, heute habe ich ja. Reicht ja, aber deswegen muss er ja nicht unbedingt schnell sein. Hm. Und sieht gut aus, oder? Sind zumindest hinten alle leer, insofern ja. Ja. Ich habe irgendwo. Halt irgendwo habe ich doch die Ahnung. Nee. Nö. Maul. Dann. Das noch, der Raser kriegt hier ständig voll aufs Maul. Ja, den kann man jetzt benutzen, um irgendwo anders hinzuleiten, genau. Nein, jetzt habe ich meinen Trick. Haben wir schon so einen Dingstable eigentlich? Ne, haben wir noch nicht, ne? So ein Alchibar-Blub. Alchibar ist auch immer blablub. Ja, diesen einen Table, ach, egal. Dancing Table. Dancing Table? Eine ja. Stange? Jo. Ich glaube, als erstes werde ich mir mal so eine Jade-Ding bauen. Oh, Jade, schade. Aber ich glaube, dafür brauchen wir, genau. Runen, und für Runen brauchen wir diesen komischen, wie heißt er noch gleich, bla bla bla, Runic Altar, genau. Dann werden wir den bauen. Meinst du das mit Table? Genau. Okay. Haben wir noch keinen, das ne? Heißt, Ding so. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen hier. Haben wir einen Diamanten oder eine Mana-Perle, also ein, Enderpearl. Ja, ja. Ich glaube ja. 6 Stück haben wir noch von dem Stein, das ist gut. So, finden wir jetzt die letzte Vorlage, das wäre voll cool. Diamanten? Ja, bringen wir einen mit. Da sind 3 Mana-Perlen. Nee, dann. Nehmen wir lieber Diamanten, genau. So, das könnte jetzt nur ein bisschen dauern, mich da durchzubuddeln, weil das ist ein voll fetter Meteorit. Was machst du hier eigentlich? Du leitest alles in den anderen Pool weiter? Ja, das reicht ja, wenn man einen hat. Ja, aber dieser Spreader, der das von den Pflanzen sammelt, alles mit, was der von den anderen kommt? Pff, da die Däbel uns eh nicht viel bringen. So, mal ja, gucken, ob ich mit einer Hand meine Flasche aufkriege. Schmeiß mal den Diamanten rein. Ich
Gib ihn mir.